Die Taranteln, Vogelspinnen, wie sie bei uns heißen. Und die aggressivsten leben in Australien. Erkennen lässt sich eine australische Tarantel, erklärt der Experte, meist am gereizten Verhalten. Kaum hat sie dich gesehen, beißt sie auch schon zu. Im Spinnenreich sind sie die Riesen. Und seltsamerweise holen sich Menschen zunehmend solche pelzigen Gestalten ins Haus. Die einen ekeln sich vor ihnen, die anderen lieben sie und manche essen sie sogar. Aber was auch immer wir von ihnen halten mögen, richtig kennen tun wir sie nicht. Dabei könnten schon bald viele von ihnen für immer verloren sein. Tarantula ist die einzige Spinne, nach der ein Sternenhaufen benannt ist. Tarantel heißt sie jedoch nur im englisch-amerikanischen Sprachraum. Wir nennen sie Vogelspinnen, in Afrika werden sie Pavianspinne, in Asien Erdtiger gerufen. Tatsache ist, sie gehören zu den ältesten Spinnen. Mit ihren Giftklauen, den Chelikeren, könnten sie manchen Schlangen Konkurrenz machen. Vogelspinnen gibt es sehr viele. Unter dem lateinischen Familiennamen Theraphosidae hat die Wissenschaft die eigentlichen Vogelspinnen zusammengefasst. 5 Merkmale sind es, die diese auszeichnen. Erstens die starke Behaarung. Zweitens besitzen alle 8 Laufbeine unten dichte Polster aus Haftborsten und einziehbare Krallen, wie die Katzen. Drittens sind ihre Spinnwarzen besonders lang und wie Finger geformt. Viertens ist ihr Mund dicht mit schwarzen Dörnchen besetzt. Diese helfen, feste Nahrung zu zerquetschen. Und schließlich besitzen sie fünftens, rechteckig angeordnet, 8 Augen. Dennoch sind Vogelspinnen nahezu blind. Andere Spinnen haben lediglich 1 oder 2 dieser Eigenschaften. Aber Seidespinnen können sie alle. Schon die ältesten Spinnen erfanden die Seide. Diese klassischen Webmeister produzieren 4 verschiedene Arten von Seidenfäden. In der Seide ist ein natürliches Antibiotikum enthalten, wodurch die unterirdischen Behausungen stets sauber bleiben. Denn die Wände werden besponnen und mit den Strängen die Wohnröhren befestigt. Vor dem Eingang wird eine Art Fußmatte aus feinen Stolperfäden ausgelegt, die wie ein Frühwarnsystem funktioniert. Während die Spinne so jede Bewegung um sich herum verfolgen kann, sitzt sie selbst verborgen in ihrer Röhre. Somit dient ihr die Seide als Verlängerung ihres Körpers und ihrer Sinne. Sie kann all die Signale aus der Außenwelt mit den Tasthaaren auf ihren hochempfindlichen Füßen wahrnehmen. Mit den Füßen fühlen, hören und schmecken diese Tiere. Aber trotz aller bisherigen Erkenntnisse ist noch viel über ihr Leben unbekannt. Einer, der fest entschlossen ist, ihre Geheimnisse ans Licht zu bringen, ist der australische Biologe Dr. Robert Raven. Er gilt weltweit als die Autorität in der Vogelspinnenforschung. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit ihnen. Ich versuche, Ordnung in ihr System zu bringen, sagt er. I'm looking for small holes, some order in the system. Um neue Arten zu finden, war er in Amerika und Asien und reist oft durch Australien. Bei ihr fällt ihm der stark behaarte Hinterleib und die Kleinheit auf. Weltweit sind bisher mehr als 800 Vogelspinnenarten bekannt. Doch es gibt wahrscheinlich etwa 2000 weitere Arten, die noch keinen Namen besitzen. Wer kleine Vögel und Frösche frisst, kennt sich und die anderen. Nur für uns ist es so schwierig, die Unterschiede herauszufinden. Bei meiner Arbeit mit Spinnen sind Vogelspinnen der schwierigste Fall. Hoffentlich schaffe ich sie noch in meinem Leben.
Dr. Ravens Spinnenhauptquartier ist das Queensland Museum in Brisbane. Zu der großen Sammlung behaarter Exemplare gehören auch die 6 in Australien identifizierten Vogelspinnenarten. Robert Ravens Spinnenstudium begann ursprünglich als persönliche Herausforderung. Auf der Universität musste ich mich für eine Tiergruppe entscheiden, um durchs Studium zu kommen. Ich dachte, warum nicht gleich die nehmen, die ich am meisten fürchte, die Spinnen. Noch heute habe ich manchmal Angst, aber ich kann damit umgehen. Vogelspinnen eilt ein mörderischer Ruf voraus. Ob sie tot oder lebendig sind, die meisten von uns fürchten sich vor ihnen. Seit seiner Kindheit litt Warwick Angus sogar unter einer Spinnenphobie. Es war so schlimm, dass ich nicht mit einer großen Spinne in einem Raum sein konnte. Ich hatte dann das Gefühl, sie säße auf mir, auch wenn ich wusste, dass es nicht so war. Ich musste hinausgehen und alles, was ich gerade trug, ausziehen, weil es sich anfühlte, als wäre die Spinne darauf. Ich wollte das überwinden, dass dieses Tier mein Leben kontrolliert. Der einzige Ausweg für ihn? Er musste sich der krankhaften Angst stellen und sich mit Spinnen beschäftigen. Schritt für Schritt wich dann die Angst der Faszination. Heute halten er und seine Partnerin Simone sich die Vogelspinne Incy Wincy als Haustier. Doch deren furchterregende Seite verliert Warwick nie aus dem Blick. Vögelfressende Spinnen sind natürlich giftig und potenziell gefährlich. Ganz bestimmt sind sie keine Haustiere, die man knuddeln und küssen kann. Interessant ist, die meisten Menschen, die sich vor Spinnen erschrecken, fürchten nicht den Giftbiss, sondern haben eher Angst, dass das Tier über sie hinwegläuft. Sich an Spinnen zu gewöhnen, braucht seine Zeit. Und nicht jede ist so liebenswert wie Incy Wincy. Jede hat ihre eigene Persönlichkeit. Anders als die amerikanischen Verwandten sind australische Taranteln ob ihrer Launen berüchtigt. Fühlen sie sich provoziert, verlieren sie schnell die Beherrschung und greifen an. Bei diesen Wutausbrüchen geben sie meterweit hörbare Laute von sich. Diese Eigenschaft besitzen nur australische Spinnen. Verborgen im dichten Regenwald des tropischen Nordens Australiens leben die größten bekannten lautgebenden Spinnen. Seit 10 Jahren spürt Stuart Douglas ihnen nach. Ich habe eine Firma, die Taranteln für den Handel züchtet und Gift an Pharmabetriebe liefert. Gefährliche Tiere mag ich. Mein erstes Paar war ziemlich aggressiv. Vielleicht fasziniert gerade das. Angst hatte ich nie. Sein Unternehmen besitzt die erste und einzige Genehmigung in Australien, einheimische Spinnen in Gefangenschaft zu züchten. Häufig kontrolliert er die Bestände in der Natur. Ich mache ein großes Geheimnis aus den Orten, die ich aufsuche. Früher erzählte ich darüber und ganze Kolonien wurden ausgelöscht, denn die Menschen kamen sogar mit Bussen und plünderten unsere Populationen. Jede einzelne Spinne nahmen sie mit. Häufig enden solche Exemplare in Tierhandlungen, bevor Forscher sie überhaupt zu sehen bekommen. Stuarts Grundstück bietet mancher noch unbekannten Vogelspinnenart ein Heim. So wie heute fängt Stuart manchmal ein Weibchen ein, um seine Zucht zu erweitern. Yep, there she is. It's a good one. Dieses, wie Stuart findet, gute Weibchen wird nicht im Zoogeschäft landen, sondern zum Überleben seiner wilden Schwestern beitragen. Nach kurzem Antippen kommt sie gleich heraus. Ein ungewöhnlich gut gelauntes Tier. Beißen wird es kaum, meint er. Die Spinne scheint nicht wirklich aggressiv. Hätte sie mich angreifen wollen, hätte ich sie nicht in die Hand genommen.
Um diese Spinnen herrscht große Hysterie. Dabei verdienen sie ein besseres Ansehen. Viele schütten Benzin in die Höhlen und vernichten sie. Für mich ein großer Verlust, eine Verschwendung. In der Zuchtstation kommt das neue Exemplar zu den 500 anderen. Nur 60 von ihnen sind geschlechtsreife Weibchen, die übrigen sind junge Männchen und Jungtiere. Zuerst zeigt Stuart seine gezüchteten Phlogelius-Arten. These are my captive bred Phlogelius tarantulas. Sie sind sehr ruhig und beißen wenig. Deshalb möchten viele sie als Haustier. Dies ist ungefähr 1,5 Jahre alt. Es sind meine Babys. Zähmen lässt sich eine Zuchtspinne nicht. Nichts garantiert, dass sie nicht zubeißt. Doch als Haustier gewöhnt sie sich grundsätzlich viel besser an Menschen. Vom Schlupf bis zur Geschlechtsreife brauchen Vogelspinnen etwa 4 Jahre. Vor 10 Jahren interessierte sich kaum jemand für sie als Haustiere. Es war eine absolute Neuheit. In den letzten 2 Jahren dagegen ist der Markt in Australien explodiert. Heute gibt es viele mit einer richtigen Sammlung von Vogelspinnen. Fans exotischer Tiere leben nicht nur in Australien. In England zum Beispiel werden bald mehr Reptilien als Hunde zu Hause gehalten. Und aufzuholen scheinen die Spinnen. Eigentlich sind Vogelspinnen rechte Stubenhocker. Nur einmal im Jahr, bei Einbruch des Winters, geben geschlechtsreife Männchen ihre Einsamkeit auf und suchen nach einem Weibchen. Dazu muss der Freier vielleicht kilometerweit laufen. Um eine Braut zu finden, geht er ihrem Geruch, ihren Pheromonen nach. Ist sie bereit für eine Romanze, hat sie eine speziell duftende Spinnseide ausgelegt, die ein Männchen zu ihr führen soll. Sogleich beginnt dieses mit einer Art Stepptanz, um sie zu werben. Sein Sperma füllt die beiden dunklen, angeschwollenen Enden an den Kiefertastern, die auch als männliche Begattungsorgane dienen. Fest entschlossen, sie hervorzulocken, trommelt er unermüdlich seine Botschaft. Er möchte sich paaren, koste es, was es wolle. Es kann ihm durchaus passieren, dass ihn die Angebetete zum Fressen gern hat. Doch selbst das kann ihn nicht abhalten. Eine heftige Attacke ihrerseits beendet abrupt die erste Umarmung. Aber das Männchen lässt sich nicht abschrecken. Im Gegenteil, der Verehrer möchte beweisen, dass er der Richtige ist. Schließlich erreicht er mit den rhythmischen Annäherungsversuchen sein Ziel. Das Weibchen kommt aus der Wohnröhre hervor. Noch immer kann er sich ihrer nicht sicher sein, weiß nicht, ob die Sache gut ausgeht. Jederzeit kann sie wieder angreifen und deshalb trommelt er unermüdlich weiter. Bäumt sie sich schließlich hoch über ihm auf, versucht er schnell, sie zu begatten. Doch es ist